wie viel Jungfrau steckt wirklich in der Jenna Wilson? In Amerika ist diese Frau ein Riesenstar. Dank einer eigenen Reality-Show im amerikanischen Fernsehen hat sie mittlerweile Millionen auf dem Konto, zählt Stars wie Ashton Kutcher, Miley Cyrus oder Kim Kardashian zu ihren besten Freunden und kann sich ihre Filmrollen aussuchen. Als überzeugte Jungfrau hat sich Jenna Wilson jahrelang vor den Kameras gegeben. Dadurch ist sie schlussendlich berühmt worden. Und ausgerechnet von dieser Frau ist jetzt ein Sextape im Internet auftaucht, wo sie in eindeutiger Pose zeigt, Drogen inklusive. Aber wie viel ist wirklich dran? Jenna Wilson, die ist auf dem Weg in die Schweiz, da steht sie die nächsten Tage für einen Independent-Film im Einsatz und schon morgen will sie Stellung nehmen zum Sexskandal. Halte dich auf dem Laufenden, wie es in dieser Sache weitergeht. Da gibt es jetzt die Musik von From Kids. Oh, just turn your back. All this is miles away. Spending all your time and thoughts how you may create. Hi there. Grüezi. Do you speak English? Yes, a little bit. My grandfather was English. I learned it from him. I'm not sure if I'm in the right place, but I suppose this is the only Wellington Hotel? Yes, my grandfather named it after his hometown. Whatever. My secretary talked to you on the phone. I'm Bill Jones, the manager of Jenna Wilson. The TV star Jenna Wilson from the TV show Virgin's Life. So you know her? No. What a surprise. Anyway, she's a big star in the US and she is doing a... Uli? Ja, ich has Geld, ja. Bis nachher. All right. Is there another hotel around here? Who, in Switzerland? No, in this town. This is the only. All right. Listen, Miss Wilson is a very sophisticated woman, so do you at least have one decent room? What? A room! Do you have one good room? Ah, yes, yes. We have a presidential suite. All right. Show it to me. Come in. This is the presidential suite. Yes, this is the presidential suite. For what president? From our Schwingerverein. This is gonna be a fucking disaster. I'm afraid to ask, but do you have a room for a press conference? Pressekonferenz? A room for a press conference, yeah. Yes, yes. Good. Then prepare that one for tomorrow. Oh, and something else. Miss Wilson wants fresh pancakes made with soy flour. Got that? Soy flour pancakes. Soy flour? Ah, soya, yes, yes. Yeah? Hi, Tina. I found your hotel, yeah, but she's not gonna like it. Habe ich diese richtige verstanden? Der Jenna Wilson ist übernachtet in diesem Hotel? Ja, ich glaube schon, ja. Du hast keine Ahnung, wer da ist, oder? Sie ist so ziemlich der grösste Fernsehstar. Uli, ich bin nicht der Dumme. Ich sehe, dass sie niemand zu uns verirrt. Wir brauchen den dringenden mehr Besucher, damit wir es zumachen können. Diese könnte unsere Chance sein. Wenn die Leute mitbekommen, dass der Jenna ist übernachtet in diesem Hotel, dann rennen sie uns die Türen ein. Und deine kleine Nebenjob brauchst du auch nicht mehr zu machen. Okay. Okay. Ist das alles? Warum du führst ihn überhaupt in dieses Hotel? Ich weiß, Uli. Ich weiß. Das war eine rhetorische Frage. Mama! Heidi! Heidi! Was ist?
Weißt du, wer so unser bestes Zimmer ist? Präsident, das wird natürlich. Wieso? Kommt der Hans-Peter wieder einmal? Nein, irgendeine Schauspielerin oder so. Auf jeden Fall will sie das Zimmer. Ja, würdest du das bitte brav machen? Sag mal, was ist das eigentlich für ein Bub dahin? Ich bin am Babysitten. Dann brauche ich noch drei andere Zimmer. Komm, bist du gut. Ah, du elendes Sklaventreiber! Bill, you gotta be fucking kidding me. I'm not staying here. Unfortunately, we don't have a choice. Besides, this is kind of perfect if you think about it. You're here to support an independent film, remember? Yeah, right. Hi, is the room ready? What room? Are you kidding me? The room for Miss Wilson. Heidi! Heidi! Howdy. Was ist? Ist das Zimmer von der Schauspielerin schon fertig? Ja, Ueli, es ist parat. Yes, the room is ready. And what about the other rooms? Okay, stop it. Let's just get Miss Wilson to her room first. Room 329. And I assume there is no one who could help us with our luggage. Giuseppe! Giuseppe! Sie? Kannst du dem schnell helfen mit dem Gepäck? Zimmer 329. Of course, I have such a beauty. Ja, beh. Let me take this for you. Amore. Thank you. Ist gut. Shit, Mann. Sind keine Gäste? Ja, nur mit dir. Ja, super. Also. Aux enfants de la patrie. Jacques. Kommt ein Gast, der morgen Pancakes mit Sojamehl will. Ja, ein geiles Sojamehl. Sacre bleu, Uli. Geh erst morgen posten. Danke. Merde, Uli, du machst mich wahnsinnig. Putain, merde, fais chier. If you want to keep calling yourself my agent, you better start booking me some good jobs. God, I'm surrounded by idiots. What am I doing here? Come in. What the fuck were you thinking? My fucking closet is bigger than this room. I know. It's not the Ritz. I'm sorry for that. But it's the only hotel in town. Besides, we have much bigger problems than that if we don't convince the press tomorrow that this whole scandal was all made up. Yeah, and how am I supposed to do that? That stupid video is all over the internet. I still can't believe this piece of shit did this to me. You just tell him it's a fake. I wrote you a little speech. All you gotta do is convince them. Warum schickt er mich Sojamehl einkaufen, wenn er welches hat? Idiot! You know, as shitty as this hotel is, they still make damn good pancakes. Want some? No, thanks. Did you learn your speech? Yes, Jesus, relax. It's not the first time I'm lying to the press. Miss Wilson, you always claim to be a virgin. How do you explain the video that shows you having sex with three men and sniffing cocaine of the penis of one of them? Well, I was completely shocked. I thought the press just made it up. But then I watched it myself and all I can say is that it is fake. I don't know who would do something like that. I mean, not for my own sake, of course,
a celebrity, I'm used to reading crap about me every day, but... But my family saw that video. My 12-year-old brother had to see it. And that hurts. I was raised to be a good Christian girl. I go to church every Sunday. And I'm not having intercourse before I get married. I know it's not a very popular lifestyle these days, but that's who I am. And I hope the people who did this will be caught soon and brought to justice. Sacrebleu, Uli! Was zum Teufel suchst du in meiner Küche? Hast du da irgendwo ein Päckchen gesehen, angeschrieben ist mit Spezialmehl? Weesh! Was für Pancakes braucht, wie du gesagt hast? Come on, Mrs. Wilson. Isn't it true that you only support this film to avoid bad press? Who the fuck do you think you are? Bist du wahnsinnig? Das war gestrecktes Gocki. Was? Was macht Koks in meiner Küche? Ja, ich brauche das nicht für mich. Ich verkaufe das Zeug. No. No, that's not true at all. I support this independent film. Stick to the script. Because I love independent films. There's nothing more creative than independent films. I think what Jenna is trying to say. Don't fucking tell me what I'm trying to say. I know what I'm trying to say. I'm the one saying it. Du sag mal, wie hast du das eigentlich können kochen? Oh, Champs-Élysées. Es war ein bisschen schwierig, aber es erklärt einiges. Oh Gott, diese muss ich sehen. Now, what was I saying? Yeah, right. Independent films. You know what? Fuck it. This is bullshit. How come you guys don't have enough money to make a real movie? You know what you should do? You should totally go fuck the producer. Seriously, work that for me each time. Du bist ein Genie. Du bist ein Strohdumm, aber du bist ein Genie. Morgen werden nicht nur die Fans für dich so denken, sondern die ganze Welt. I got something to fucking write about. I'm done. Und wenn der Ruhm langsam abnimmt, setzen wir in dem noch mal eine drauf. Ja, jetzt geht ihr um. Hey, amore! Amore, wake up! So, bella. Don't you want to help her? No, she'll be fine. Okay. That's it for me. Tell her I'm out. Willi, hast du noch mehr von die Koks? Let us know that we
we are alone. Ist das nicht Jenna Wilson? Keine Ahnung. Doch, die war doch in dieser Serie gewesen. What? I fucking dare you.